Und du bist ganz sicher, dass wir hier warten sollen? Mitten in der Pampa? Ja, ganz sicher. Der Installateur hat vorhin ganz hektisch angerufen, er hätte hier in der Gegend einen Notfall und würde Tanztab hier genau hier aufpicken. Tanztapier nehme ich an. Das habe ich gleich an der vorbildlichen Ausrüstung erkannt. Los, einsteigen, hopp, hopp. Wir haben es eilig. Was war das denn gerade? Heizung, Wasser, Sanitär. Wenn's mal klemmt, hilft Meister Bär. Ein Bär und Tanztapier. Na, wenn das mal gut geht. Stimmt. Na ja, los, komm. Herr Bär, gut, dass Sie da sind. Ja, schneller ging's nicht. Darf ich vorstellen, mein Praktikant tanzt ab hier. Wo klemmt's? Tag, Herr Bär. Lea feiert heute ihren Geburtstag. Sie hat sich so darauf gefreut, mit ihren Freunden zu feiern. Und jetzt das. Ah, verstehe. Das Spülbecken ist übergelaufen. Ja, wahrscheinlich verstopft. Ja. Dann sehen wir uns das mal näher an. Wird es teuer? Keine Sorge, das kriegen wir schon hin. Ja, sag mal, das kann ich mit dem spielen? Ach, Lea, ich denke, das Tanztapier? Richtig. Ich denke, das Tanztapier zum Arbeiten da ist und nicht zum Spielen. Aber ich hab doch heute Geburtstag. Ich weiß. Oh nein, hoffentlich nicht schon die ersten Gäste. Ja, was höre ich da? Wer hat Geburtstag? Happy Birthday, du hast Geburtstag. Du bist heute das Geburtstagskind. Heute bist du die Hauptperson und du weißt es sicher schon. Dieses Lied ist für dich bestimmt. Happy Birthday und alles Gute. Nur das Beste, so soll es sein. Du bist heute unser Star und wir feiern mit, na klar. Du bist unser Sonnenschein. Du bist unser Sonnenschein. Komm dir, sag mal Cheese. Papa, ich will jetzt nicht. Sonnenschein. Ja, ich werde den Siphon abschrauben müssen, damit das Wasser ablaufen kann. Gut gemeint, aber das funktioniert nicht. Ich brauche mein Werkzeug. Also erst einmal die Einhandratschen-Rohrzange, dann den Standhahn-Mutterschlüssel, das Sanitärkreuz und die Stufenzange. Verstehe. Du verstehst nur Bahnhof. Hm? Gut, dann gehe ich selber zum Auto. Dann räum du hier in der Zwischenzeit bitte alles unter der Spüle mal frei, ja? Geburtstagskind, ich glaube, deine Freunde kommen da gerade. Immer herein in die gute Stube, hier steppt gleich der Bär. Alles Gute. Lea, schau doch mal her. Ach, Papa. Was ist denn? Lächle doch mal. Cheese. Ich glaube, das ist jetzt nicht ganz der richtige Zeitpunkt. Ja, die Matschtorte da hat ihr, glaube ich, ein bisschen die Stimmung vermiest. Dann ist das mit dem Cheese nämlich so eine Sache. Cheese. Ich weiß noch genau, wie das alles begann, denn irgendwann sagte irgendwer dies. Cheese. Ich kann mich noch erinnern, denn es war in dem Moment, als ich gerade meine ersten Schritte lief. Cheese. Seitdem kam es immer wieder mal vor, dass jemand lautstark in meine Richtung rief. Cheese. Doch ich wurde nie gefragt, wäre eigentlich mal nett, denn vielleicht fühle ich mich ja gerade mies. Cheese. Alle Jahre wieder kommt der Schulfotograf und alles, was er will, ist Cheese. Cheese. Er hat mich nicht gefragt, wie es mir geht oder so, nein, er setzte mich hin und er rief Cheese. Und auch meine Eltern sind überzeugt, dass ich diese Aufforderung genieße. Cheese. Aber manchmal übertreiben sie und halten dir die Teile ins Gesicht, bis du nichts mehr siehst. Cheese. Ihr macht euch ein Bild und sagt, es geht noch besser. Vielleicht halb so wild, vielleicht ein wenig netter. Ihr wollt keine sieben Tage Regenwetter. Ihr wollt Cheese. Ihr wollt Cheese. Ihr wollt Cheese. Ihr wollt Cheese. Alle wollen, alle wollen, alle wollen Cheese. Alle wollen, alle wollen, alle wollen Cheese. Alle wollen, alle wollen, alle wollen Cheese. Ihr wollt Cheese. Ihr wollt Cheese. Ihr wollt Cheese. Irgendjemand ruft, drückt
Holt bitte mal zusammen, aber wie ist demjenigen egal? Cheese. Und dann soll ich künstlich meinen Bruder umarmen und dabei gucken, als wäre das normal. Cheese. Bitte recht freundlich, bitte nicht so ernsthaft, ich hab leider wieder keine Wahl. Cheese. Auf los geht's los, zieh die Mundwinkel hoch, bitte tu nicht so, als wäre das eine Qual. Cheese. Warum so bedrückt, zeig mir doch mal, wie du lachen kannst, deine Zähne sind doch wunderschön. Cheese. Hast du auch ein nettes Gesicht in deinem Repertoire, lass mich das doch bitte einmal sehen. Cheese. Nein, du musst dich nicht verstellen, aber guck mal bitte zu mir und bleib genau so stehen. Cheese. Fast perfekt und jetzt ein paar Zentimeter den Kopf Richtung Kamera drehen. Cheese. Ihr macht euch ein Bild und sagt, es geht noch besser. Vielleicht halb so wild, vielleicht ein wenig netter. Ihr wollt keine sieben Tage Regenwetter. Ihr wollt Cheese. Ihr wollt Cheese. Ihr wollt Cheese. 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 Sie wollen Cheese. Und wenn sie kein Cheese wollen, dann wollen sie Spaghetti. Cheese. Cheese. Sie wollen Cheese. Witzigen wollen sogar Ameisenscheiße. Cheese, Cheese, sie wollen Cheese. Und wenn sie kein Cheese wollen, dann wollen sie Spaghetti. Cheese, Cheese, sie wollen Cheese. Und die ganz Witzigen wollen sogar Ameisenscheiße. Alle wollen Cheese. Alle wollen Cheese. Sie wollen Cheese. Wollen Cheese. Und die ganz Witzigen wollen sogar Ameisenscheiße. Tanztapier, wie kommt Sahne an den Pömpel? Kleines Missgeschick, kann ja mal passieren. Ich muss mich für meinen Pömpelpraktikanten entschuldigen. Heute ist sein erster Tag. Ah, verstehe. Hauptsache, Sie bekommen das Rohr frei. Ja, keine Sorge, Sie wissen ja, Wasser, Heizung, Sanitär, wenn es wo klemmt, hilft Meister Bär. Spreche ich da gerade mit meinem geschätzten, fellbehaarten Mitbewohner? Kann es sein, dass der großfüßige Rüsselrocker meinen Pümpel mitgenommen hat? Naja, ich verstehe immer noch kein Tapirisch, aber das klang für mich definitiv wie ein eindeutiges und klares Ja. Schade, weil unser geschätztes, bis dato eben noch ablaufendes Klosett eben nicht mehr abläuft und deshalb brauche ich dieses Gummiteil. Okay, ich komme. Und hol es mir. Das hätten wir. Jawohl. Zur Sicherheit überprüfe ich jetzt auch noch den Hauptabfluss. Aber dafür brauche ich die Rohrreinigungsspirale. Die hängt gleich links hinten im Auto, nicht zu übersehen. Ja, sehr witzig. Und zum allem Übel ist mein Auto wieder in der Werkstatt. Aber ich konnte zum Glück dem Nachbarsjungen dieses alte Klapprad abschwatzen. So, und jetzt her mit dem Pömpel. Und weißt du was? Wenn du das nächste Mal mein Hightech-Werkzeug benutzt, dann frag mich vorher. Klaro? Okay, und ich mach mich jetzt vom Acker. Ciao, von auf! Komm her, los, du Schnorchelhals, du musst mir helfen! Wir müssen reden. Ernsthaft. Hallo. Herr Bär, Tanztapir hat es nur gut gemeint. Er wollte helfen. Ja, helfen. Manchmal klappt es halt nicht so, wie man will. Da muss man eben locker bleiben. Am Ende wird alles wieder gut. Wir haben alles im Griff. Tatsache. Eine neue Torte fürs Geburtstagskind. Und damit die Party wieder läuft, gibt's es auf die Ohren.
sind. Live bei uns! Das Rohr ist frei, dank Ihnen. Ist mein Job. Und dank Tanztapir ist das der lustigste Geburtstag, den ich je hatte. Aber da fehlt doch noch was. Ja! H-E-I-O-U, du gehörst doch mit dazu. Komm und sei dabei und fühl dich heute frei. H-E-I-O-U, du gehörst doch mit dazu.